Es war die Sensation beim großen Bauer sucht Frau Osterspecial. Antje fällt vor ihrem Ahne auf die Knie und macht ihm einen Heiratsantrag. Doch neben der romantischen Verlobung gibt es für die 31-Jährige auch einen Wermutstropfen, der nachdenklich macht. Bauer sucht Frau Antje schwärmt, sind füreinander geschaffen. Bei Milchbauer Ahne, 31, und seiner Antje, 31, entfährt dem Zuschauer regelmäßig ein seliges Seufzen. Diese Liebesgeschichte ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Da scheinen sich tatsächlich zwei gesucht und gefunden zu haben. Das sieht auch Podologin Antje so, die auf Arnes Milchhof und Käserei Vollzeit eingestiegen ist und bereits seit Oktober mit ihm zusammenwohnt. Die Geborgenheit, die Arne mir gibt, die ist so toll. Ich hab nie gedacht, dass ich so einem Menschen mal begegne. Das ist die Liebe des Lebens, wir sind füreinander geschaffen. Kein Wunder also, dass die Brünette im zweiten Osterspecial von RTL, das am Ostermontag zu sehen war, Nägel mit Köpfen machte, und das ziemlich kurz entschlossen. Andere planen sowas Monate. Ich habe es in nicht mal 24 Stunden entschieden, dass ich Arne heiraten will. Willst du mich heiraten? Im Stall machte sie ihrem Liebsten einen Heiratsantrag, ging vor ihm auf die Knie. Du bist die Erde, die mich erdet, die Sonne, die mich zum Strahlen bringt, und der Regen, der mich wachsen lässt. Willst du mich heiraten? Ja, natürlich, Antje, ließ Arnes Antwort nicht lange auf sich warten. Dunkle Wolken bei Arne Antje? Krieg dann ne Krise. Schon beim ersten Bauer sucht Frau Wiedersehen im Winter konnte man beobachten, dass vor allem Antje es ziemlich eilig hat, die nächsten Steps zu gehen. Denn bereits da schleppte sie ihren Freund zum Tanzkurs, nach eigener Aussage, um für den Hochzeitswalzer zu üben. Eine Liebe im Sauseschritt also, bei der Antje das Tempo vorgibt und Arne offenbar dankbar mitzieht. Doch bei einer Sache scheint der Käse- und Co-Liebhaber auf Verzögerung zu setzen, und das sehr zum Unmut seiner Verlobten. Denn beim Osterspecial berichtet Antje sichtlich traurig davon, dass die Umbauarbeiten an der gemeinsamen Wohnung ins Stocken geraten seien. Ein riesiges Problem für den sympathischen Lockenkopf, wie sie im RTL-Interview erklärt, Arne und ich sind jetzt an dem Punkt, wo, wenn wir über den Umbau reden, ist Arne total entspannt. Ja, das hat noch Zeit, sagt er und ich krieg dann ne Krise, weil für mich das ja schon ganz wichtig ist, weil wenn die Wohnung fertig ist, versuchen wir mit der Kinderplanung loszulegen. Ach so, liegt da womöglich der Grund verborgen, dass Arne das Thema Umbau eher gelassen angeht, während für Antje die Zeit drängt? Womöglich, der Landwirt erläutert, dass er mit Kühen, Käserei und dem gleichzeitigen Umbau an seine Grenzen komme. Geht Arne alles zu schnell? Dass die Planung allerdings schon längst begonnen hat, zeigt eine weitere Szene, in der das Paar darüber diskutiert, ob ein bestimmtes Zimmer tatsächlich das Kinderzimmer sein könne, da die Melkmaschine so laut sei. Während das für Arne kein Problem darstellt, erklärt Antje, mein Kind muss ja ein bisschen Ruhe haben. Also unser, berichtigt sie sich. Geht dem 31-Jährigen beim rasanten Tempo seiner besseren Hälfte womöglich die Luft aus? Eher nicht, er erklärt sogar, dass er sich Kinder und Familie mit Antje auf jeden Fall vorstellen kann, allerdings möchte er den Umbau nach und nach vollziehen. Vermutlich lässt er sich wie beim Thema Hochzeit jedoch von Antje einfach mitreißen, so dass die beiden im nächsten Jahr am anderen Osterspecial teilnehmen können. Neues Babyglück auf den Höfen.
should you